Spieltag 24, das erste Match unter Neutrainer Rainer Scheu bestreitet der FC 08 Villingen auswärts beim FSV Bietigheim-Bissingen. Von Beginn an ist der FC 08 gut im Spiel, tolle Kombinationen in Richtung des gegnerischen Strafraumes und selbst ein gegnerischer Einwurf kann dann diesen anfänglichen Willen, von Beginn anfänglichen Willen, nicht stoppen. Der FSV schnappt sich hier zunächst den Ball, wirft ihn dann sehr, sehr hoch zurück ins Feld. Der FC 08 Villingen bleibt hier bissig, hellwach, tolle Bewegung von Erki Alihoksa, er steckt durch und Torjäger natürlich. Ibrahima Diakite stellt hier auf 0:1, abermals nach toller Kombination. Die frühe Führung für Villingen, die hier weiter am Ball bleiben. Wieder jetzt der FC 08 Villingen in Richtung Offensive, bleibt auch bei Ballverlust bissig. Hier sehen wir es, der Ball wird sofort zurückerobert, dann geht es schnell. Jonas Brändle auf Außen legt in die Mitte und Leon Albrecht per Grätsche mit dem 0:2. Was ist denn hier los? Ein toller Beginn des FC 08 Villingen und vorne effektiv 0:2 nach 6 Minuten. Dann die 10. Minute. Jetzt sind nicht nur die Außentemperaturen eiskalt, auch die Gastgeber sind es. Denn dieser Ballverlust jetzt gleich in der eigenen Hälfte wird eiskalt bestraft von Bietigheim-Bissingen. In der eigenen Hälfte verliert der FC 08 Villingen den Ball und das 1:2 durch Torschütze Böhm. Dann wieder der FC 08 Villingen nach einer Ecke über außen, 14. Minute, Abschluss zunächst. Dann wird es etwas unübersichtlich und aus diesem Gewusel heraus stellt Kapitän Tevfik Ceylan auf 1:3. Minute 26, wieder die Ecke. Und den Pausenstand zum 1:4 besorgt dann, wenn ich es richtig gesehen habe, per Außenriss Erki Alihoksa vorausgegangen. Eine gefährliche Ecke von Jonas Brändle, bejubelt mit Neucoach Rainer Scheu. Erki Alihoksa läuft direkt zu ihm. Minute 26, der Pausenstand war besorgt. 1:4. Wir springen in Spielabschnitt Nummer 2. Die 48. Minute und der Torreigen sollte direkt wieder weitergehen und direkt auch wieder von Beginn an weitergehen. In der 49. Minute erneut Diakite mit dem Tor, sein zweites an diesem Samstagnachmittag. 1:5 lautete jetzt der neue Spielstand. Die 59. Spielminute. Hier spielt der FC 08 weiter, hat hier die Chance über Diakite dann nochmal abgelegt. Wieder der Abschluss. Und dann kommt der Ball ganz am Ende zu Jonas Brändle. Super Chance für Villingen. Dann haben wir die 61. Minute, das 1:6. Mohtar Bulajab, der eingewechselte Spieler des FC 08 Villingen, stellt auf 6:1 und bejubelt mit einem kleinen Tänzchen. Der FC 08 Villingen also mit diesem unbändigen Willen und tollen Offensivaktionen eiskalt vor der Kiste, 6:1 die zwischenzeitliche Führung gespielt, etwas mehr als eine Stunde noch viel Fußball zu gehen. Dann haben wir die 71. Spielminute und dann beginnt das herrliche Solo von Niko Tadic. Unwiderstehlich, wie er hier allen davonzieht. Hier bleibt er nach wie vor am Ball, dann hat er noch das Auge, legt runter. Und Erki Alihoksa zum 1:7, auch sein zweiter Treffer. Sehr toll herausgespielt, sehr tolle Einzelaktion von Niko Tadic. Die Partie längst entschieden, dennoch hat der FC 08 Villingen Bock auf mehr. In der 75. Minute gibt es die nächste Chance für die Gäste. Hier über die rechte Seite außen, dann kommt der Ball in Richtung Tor, doch links an der Kiste vorbei. In der 76. dann mal wieder der FSV mit einer Chance. Schön gespielt, hier rausgelegt, dann klug nochmal abgelegt, durch und der Schuss links am Tor vorbei. Da war durchaus mehr drin für den Gastgeber.
die sich zumindest hier nicht aufgaben, es weiterhin versuchten, denn in der 83. Minute fiel dann noch das 2:7 Torschütze Kasia über außen, hier der Ball wieder in die Mitte gelegt und dann besorgt Kasia das 2:7, letztlich der Endstand an diesem 24. Spieltag. Nach der deutlichen 2:5 Hinspielniederlage revanchiert sich der FC 08 und gewinnt 2:7 auswärts. Erfolgreiches Debüt von Rainer Scheu.